gerade weil er schwarz ist, Alter. Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Metal Power League. Und zwar zur zweiten. Und ja, Chicago Fire gegen die Rangers. Wie wir im letzten Spiel schon gehört haben, haben die Chicago Fire gegen Exeter City unentschieden gespielt. Und da kann ich mich an diesen Mann noch erinnern, Edwards. Oh ja, der spielt jetzt fix Start. Ja, Rangers haben ja das Spiel verloren. Die hängen hinterher in der Liga noch. Oh! Beetle umgerammt. Für das ist er auch gut. Kopfbälle. Oh. Schön, Kommers. Ja, die Rangers müssten sich jetzt beweisen natürlich. Wollen eben auch, so wie Celtic, eben wäre ein gutes Spieler mal, um auch zu zeigen, wo sie hinwollen in der Liga dieses Jahr. Wollte gerade sagen, der große Bruder hat ja schon quasi vorgelegt. Oh, das habe ich jetzt glaube ich, das ist ein Spieler von mir. Im Dunkeln. Im Dunkeln ist das wirklich scheiße. Ah. Schade. Na schön. Oh, der war richtig. Ja, Nikolic, der ist gefährlich, das hat man schon gesehen. Manche Chicago Fire spielt das gut. Oh! Da hat sich der Goalie verschätzt. McGregor. McGregor dachte, der geht vorbei, sonst wäre er sicher nachgesprungen. Oh, schade. Oh, der geht nicht gleich mit. Ja. Shit. Zweites Absatz. Ja, trotzdem, Chicago Fire tritt jetzt hier irgendwie ganz anders auf. Bisschen aggressiver. Ja, aggressiver. Hat noch nicht den ganz großen Wurf gebracht, aber die beste Chance im Spiel. Allemal. Ja, muss auch sagen, ein bisschen mehr dominierender. Bis jetzt kann sich die Rangers nur über Konter befreien. Oh. Oh, das war schön. Kent. Oh. Der war schön. Der hat gepasst. Der Altstar. Goal for the visitors. Number 4, Ryan Donovan.
Ja, das war jetzt ein bisschen gegen den Spielverlauf. Oh, da passt man nicht gut auf Flanken an. Oh. Und Kent! Uiuiui, Chicago Fire. Jetzt ist es völlig gegen den Spielverlauf. Schönes Solo von ihm. Ja, macht ein gutes Spiel. Beiden Treffern jetzt beteiligt gewesen somit. Ja, das ist jetzt natürlich bitter für die Chicago Fire. Die dürfen natürlich den Kopf nicht hängen lassen. Müssen sich vielleicht jetzt noch in die Pause so nicht retten, möchte ich jetzt nicht sagen, spielen. Um da das dann nochmal zu analysieren, was da jetzt die letzten Minuten nicht so gut gelaufen ist. Da sieht man ihn auch wieder aktiv im Geschehen. Dauer 1. Ah, was macht man da? Ja, probieren wir es. Ist nicht ganz seine Position, aber probieren wir es trotzdem. Noch ein bisschen mehr Offensiv-Power. Oh. Ich hoffe nicht, dass was ich noch. Naja, Flanke an. Oh. Puh. Gott sei Dank hat er nicht hingegangen. Und Chicago probiert es wieder. Und jetzt muss man wieder Defensivleistung zeigen. Habe ich mal gedacht. Oh. Oh. Und kann der jetzt.
Das gibt's nicht, Alter. Stehen unter Druck und machen immer die Tore. Das gibt's echt nicht, Alter. Dauerns mit dem Assist. Puh. Was kann ich da noch machen? Entschuldigung. Kein Problem. Okay. Ja, Chicago in der Krise. Geschlechtig. Naja, Krise will ich es nicht nennen, ich weiß nicht. War ein sehr gutes Spiel eigentlich. Nur jetzt zum Beispiel, da kann sich wieder Morales gut durchsetzen. Das Umschaltspiel von Chicago klappt, glaube ich, noch nicht so gut. Oh. Puh. Nordfeld springt da in die Bresche. Ja, ein Tor mehr. Und Exeter ist nicht mehr auf Platz. Auf dem letzten Platz. Ah. Da geht jetzt Chicago die Boost aus. Jetzt drücken doch die Rangers dann mehr. Oder war schon. Ah. Und gut, McGregor. Stark. Schön herausgespielt. Stark gehalten, Nikolic. Und Gordon. Yes. Eingewechselt und schon gestochen. Jetzt gibt es noch die Wechsel bei den Rangers. Genau, ein bisschen Zeit noch verstreichen lassen. Kent und Dowens verlassen den Platz.
Wow, Murphy. Dort liegt auch einer. Hat sich auch verletzt. Morelos verletzt sich. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Sieht nach gleichem Spielergebnis aus wie bei Exeter. Na, bei Exeter war es 4:1. Ah, da war es 4:1. Oh. Ist er vielleicht der neue Mann? Puh. Ja, aber das wird sich nicht mehr ausgehen. Sehr kopfballstark. Ja. Ja, 3:2, dann schaut das Ergebnis gar nicht mehr so schlimm aus und so schnell kann es auch gehen. Chicago leider zu spät ein bisschen dran gewesen. Ja, wenn man das gewusst hätte, dass der so zündet. Na gut, also das Spiel stand nach 2 Runden in dieser Liga lautet Celtic auf der 1 mit 4 Punkten, genauso wie Venedig und Lincoln City. Dann auf der 4 Rangers mit 3 Punkte, 5, 6 und 7 teilen sich Krakow, Paris und Pogonstetten mit 2 Punkten und 8er, 9er, 10er, Chicago Fire, Sportfreunde Lotte und Exeter City mit jeweils einem Punkt. Ja, die Leute gehen in die Kabine und da sind es die Highlights. Meine 7. Minute, Vincent mit der ersten Karte. Ja, 35. Minute, da die Flanke auf Dowens. Wunderschön getroffen. Der keine Chance von Goli. Für die sind nur bekannt mit diesem schönen Solo. Aus sehr spitzen Winkel dann noch abgezogen. Ja, super Tor. Und der 45. Dorrance mit den. Nein, mit dem Foul, nicht mit Assist. Hier wunderschön eingeleitet. Jetzt. Was ist denn auf Kandeas? Da glaubte man schon, dass alles gelaufen ist. Dann 86. Minute Eckball von Kandai getreten. Auf. Golden steht Golden. Hier gar Gold richtig. Oh, Nummer 2. Das war ja kein Hüpfen. Das habe ich gesehen. Welcher extra Training einlegen? Ja, dann Murphy. Gut abgewehrt und jetzt 90. Minute. 90. Solignac per Flanke auf. Völlig frei. Worden. Ja, und dann hat das Spiel sein Ende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn die Cup-Spiele losgehen. Jawohl. Bis dann noch rein, mach's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.